York oder Lancaster. Ja, wir hatten das ja schon, Morphosis kennt ihr schon. Also ich habe dafür ja mal ein kleines Video gemacht. Ich wollte ja eigentlich lange Zeit mal mit Kumpel zusammenspielen, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Aber da ich jetzt sowieso irgendwie gerade mal Bock auf War of the Roses hatte, ich habe das gestern Abend schon gespielt, aber da war ich nicht in Aufnahmelaune. Ich glaube, mein Team gewinnt hier gerade. Und ich habe mittlerweile auch ein paar Klassen zusammengebaut, also können die da auch mal reiten. Ja, ich habe das War of the Roses kennt er ja. Ich bin grottenschlecht in diesem Spiel, besonders beim Armbrust nachladen bin ich ja nicht gerade die größte Leuchte, muss ich dazu sagen. Bin ich denn hier überhaupt? Hallo? New Player Gear Loose, fucking awesome game. Also, ich muss dazu sagen, man kann eigentlich auch mit den Anfängerzeugen gewinnen, wo ich das gerade schon mal sehe. Also, War of the Roses, wer das erste Video davon nicht gesehen hat. Ich kann auch irgendwie zoomen, ich habe das irgendwie geperkt, dass ich zoomen kann, aber ich merke davon leider nicht viel. Also ich habe anscheinend gerade die Rüstung getroffen, aber immerhin habe ich ihn getroffen. Das ist schon mal mehr, als ich sonst tue. So, also ich spiele eigentlich sehr gerne als Armbrustschütze, weil man da quasi abdrücken kann. Bogenschießen kann ich nicht so gut. Vor allem kann ich mir sowieso keinen dritten Slot leisten. Ich war neulich sehr überrascht, als ich mich eingeloggt habe in den Spiel. Was? Warum habe ich nicht getroffen? Den hätte ich aber treffen müssen, den Kollegen. Ja, ich... Oh fuck, na gut. Okay, der geht jetzt in den Nahkampf. Ich glaube, das ist das Anfangsort. Oh, gut, ich kriege Unterstützung, das ist natürlich sehr schön. Ich bin übrigens immer noch nicht besser im Nahkampf geworden, außer dass ich sehr gerne... Verdammt. Ich habe immer noch nicht so... Oh, die... Meiner. Juhu! Ich habe einen. Ich hätte mal vielleicht einen Timer starten sollen, bevor ich anfange zu spielen. Nein, gut. 200 XP, Coins. Da hinten wird gekämpft. Das ist allgemein recht ruhig. Da kann ich ja mal kurz meine Armbrust nachladen. Das ist schon nicht mehr die Standard-Armbrust, die ich hier habe. Das ist eine verbesserte. Jetzt bist du ja nicht wie... Was? Also eigentlich reicht... mit der Armbrust hat man es oft, dass Einschuss eigentlich reicht. Und man wirklich... Wenn ich endgültig, wenn dann doch ziemlich gut zu töten, der dann sonst würden. Das Problem an meiner Armbrust-Klasse ist auf jeden Fall, dass ich nicht chargen kann. Ich kann mich hiermit nicht rennen. Die ist recht unbeweglich. Das ist ein Problem. Weil die meisten Nahkämpfer... Also gestern hatte ich einen, der ist mit leichter Rüstung umhergelaufen. Ich zeig das ja erst nochmal für den Plus. Na, wo schieße ich denn? Na gut. Die Chance ist dann wohl vertan, den Typen so zu bringen. Die dann wohl auch. Na gut. Zuckerwalter? Ah, der Zuckerwalter, ja. Nein! Ich hasse euch. Oh, er hat. Ich hasse Stangenwaffen. Wollt ihr schon mal sehen? Noch nicht, ich weiß. Weil ich gestern die ganze Zeit für mich selber hingekriegt habe. Weil es gibt tatsächlich Waffen, mit der kann man Leute vielleicht nicht one-hitten, aber immer two-hitten. Und so ein komischer Speer gehört. Aua! Es kommt doch sehr drauf. Also, ja, okay, man kann das wieder runter. Na gut, ich war schon angeschlagen. Was ich sagen würde, War of the Roses. Immer wieder ein tolles Spiel. Die Runde ist jetzt gleich vorbei, dann kann ich da von meiner Ausrüstung zeigen. Es erinnert mich ein bisschen. Es könnte quasi das Kott des Mittelalters sein, wenn es das Kämpfen. Ja, ich habe gerade aufgegeben, also ich habe mich hier gerade angegeben. Ich finde die Grafik sind aber extrem gut. Ich könnte mal als Horse Knight spielen. Das ist meine Zeitklasse, ich mir zusammenbaue. Das ist ein bisschen drauf. Weil man konnte hier irgendwie. Man konnte hier auf. Was? Verdammt. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich im Kampf stehe. Man sieht hier, ich sehe nur die Hälfte, weil ich nämlich den Helm auf habe. Der Typ da hinten schlägt schwere Rüstung, deswegen kann ich den... Ich hätte wieder überlebt, Kollege, kein Problem. Meine meisten Punkte... Oh, ich bin verwundet, das ist nicht gut. Was? Ich bin tot? Ich abwarte. Ich wollte eigentlich reiten. Reiten habe ich auch noch nicht aus. Muss dazu noch sagen, dass ich noch die billigste Lanze drin habe, die mir so... Oh, ich hab mir wieder aufgeholfen. Ja, ich glaube, dass das genau aufgeholfen wird. Oder? Ist das ein Kampf hier? Nee. Ja, gib mich mal schnell. Bevor mich hier noch unten tötet. Und jetzt brauche ich mal richtig als Pferd hier. Was? Ich habe Sirius umgehauen. Das ist natürlich sehr nett von mir. So, Horse Knight. Ich fange mal da an zu reiten. So, das ist das Pferd. Also, das Pferd ist... Ich habe das erst nicht verstanden. Also, das Pferd, das kann man Geschwindigkeiten geben. Also, man sagt nicht, man muss nicht die ganze Zeit B drücken, sondern zum Beschleunigen, sondern man sagt einfach nur eine feste Geschwindigkeit. Das ist jetzt anscheinend der schnelle Trab. Das kann mein Pferd auch unbedingt lange. Und das ist meine super tolle Hartlampe. Nee, die ist nicht aus Harz. Das ist die ganz günstige, ist das. Oh. Also, die meiste Zeit reite ich eher meine eigenen Leute um, als das... Feinde. Bis jetzt habe ich noch nicht geschafft, so ein ganz klassisches Ritterduell zu machen. Er da hinten macht zum Beispiel mit Schwert. Ich bin einfach zu doof für sowas nochmal. Ich könnte ja auch mal versuchen, hier irgendwie wieder zu suchen. Ja, ich bin halt echt grottenschlecht in diesen Pferden reiten, aber es macht Spaß. Nein, verdammt, viel zu weit dran vorbeigeritten. Ja, das, also man muss auch im richtigen Moment loslassen. Also reiten ist eine Kunst für sich, sag ich mal. Muss man auch irgendwie können. Man sieht ja mal, ich stark mal zu früh. Vor allem sind recht hektisch. Ja, ich hole mal lieber die Lanze raus, mit der habe ich schon erste Erfolge feiern können.
der Lanze, vor allem sieht das so episch aus, wenn man hier so hinterher... Oh Mann, der arme... Nein, nicht darüber, nein! Oh, das war mein eigener Kollege, den ich da gerade getroffen habe mit der Lanze, wo ich dir doch mal Schaden gemacht habe. Da werde ich gerade verfolgt, werde ich nicht gut finden. Aber anscheinend... Oh, York gewinnt tatsächlich mal. Also ich spiele eigentlich immer die Roten, also Lancaster. Oh, warte mal, jetzt hier, jetzt hier. Jawohl, ich habe Schaden gemacht. Ja, weiß ich gar nicht. Aua! Da hat mich gerade vom Pferd runtergehauen. Also vom Pferd runtergehauen zu werden, ist immer ein bisschen unlustig. Aber nichts mehr mit den Hemden. Ich nur die Hälfte. Das ist zwar nur oben und unten. Aua! Oh, ich glaube, das war ein Fallen. Gut, York hat tatsächlich mal gewonnen. Das passiert echt selten. Also irgendwie habe ich mir das Gefühl, 90% der Fälle gewinnt Lancaster. Das ist aber ganz gut, dass das Spiel mal vorbei ist. So, da haben wir mal gesehen, das sind meine beiden Klassen, die ich so habe. Mittlerweile gab es noch ein paar Patches, seit ich damals im Oktober das Video aufgenommen habe. Ja, bla, Zusammenfassung, 400 Punkte, das ist jetzt nicht so viel. Ist echt gesagt auch nicht meine Map, also ich habe eine andere Lieblingsmap. So, die Schlacht beginnt. Warum kann ich, gab es nicht irgendwann mal einen Klasseneditor? Hallo? Doch, da ist er doch. Da kommt er auf jeden Fall. So, also mein Horse Knight, das ist, ja, der hat das billigste Schwert drin, die billigste Kriegslanze, sogar ohne Verbesserung. Und das ist halt so eine Nahkampfklasse. Ich kann Blocks brechen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das geht. Ich kann auch mit meiner Armbrust angeblich, habe ich hier das scharfe Auge, nennt sich der Effekt. Das ist, was ist denn das hier? Talente. Also es ist sehr, mittlerweile kann ich, ich sollte vielleicht von vorne anfangen, die Geschichte zu erzählen. Also ich habe mich dann seit Ewigkeit mal wieder eingeloggt in den Spiel und habe auch mal gesehen, dass ich auf einmal 60.000 Coins oder so hatte. Also von diesen Golddingern, die man für Erfahrung kriegt. Ich war auf einmal Level 14 oder so. Ich glaube, man kriegt passiv für jeden Tag, den man nicht spielt, irgendwie Erfahrung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich mir einiges leisten und hatte halt eben das. Also dann habe ich jetzt hier meinen Armbrustknight, der ist ein ganz normaler Rüstung, Ritter mit leichter Rüstung. Und ich würde ja eigentlich gerne schwere Rüstung tragen, allerdings ist schwere Rüstung verdammt teuer. Und deswegen trage ich noch keine schwere Rüstung. Ansonsten würde ich welche tragen, weil ich finde es irgendwie sinnvoller, wenn man schon... Man kann übrigens ein Pferd auch ausrüsten, aber ein Pferd mit Rossa-Nischter, müsste man schwere Reiterei lernen. Kann ich leider noch nicht. Aber immerhin habe ich schon das Ronzer Jagdpferd, das war nämlich das günstigste, das hat glaube ich nur 6.000 statt 12.000. Ich weiß gar nicht, ich glaube die haben alle gleich viel gekostet. Zelter Edelpferd, die haben auch verschiedene Eigenschaften. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gibt keinen Grund, nicht das Irish Dwarf zu nehmen, weil, guck mal, das hat volle Balken. Na gut, mein Ronzer Jagdpferd ist an 41 auch nicht so schlecht. So, ich möchte bitte die Lancaster spielen. Oh, ich bin anscheinend wieder, Übrigens basiert übrigens das ganze Spiel auch tatsächlich auf historische Ereignisse. Den Krieg der Rosen, den gab es tatsächlich irgendwann mal, anno dazu mal. Ging, glaube ich, wieder um irgendwelche sinnlosen Sachen wie Religion oder so. Also war Kill the enemy. Jetzt, oh! Ach, das ist dieses dumme Feld. Also hier bin ich natürlich als Reiter sehr gut beritten. Also, beritten. Genau, komm mal. Verdammt, das ist ja wieder fehlgeschlagen. Also, ich habe es nur noch nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, was das da unten ist. Ich kann anscheinend... Aua! Hä? Warum bin ich denn auf einmal langsamer geritten? Ich glaube, ich habe... Das wollte ich nicht. Na gut, dann bin ich jetzt anscheinend gut zu Fuß. Aber ich muss ja irgendwie die ganze Zeit... Ich kann auch rancharchen. Aua. Das passiert, wenn man ungeritten wird vom Gegner. Bösen, bösen Feind, vor allem. So, ich versuche jetzt einfach mal hier zu finishen. Aua. Was ist los? Die Kamera sieht verdammt schief aus, aber... Was? Ah, ich habe schon XP dafür gekriegt, auch wenn es gerade ein bisschen buggy war. Ich habe mir ja nicht schon überlegt, ob ich meinen Reiter nicht einfach mit dem Bogen rumlaufen lasse und einen auf die Hunde mache. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, da hinten ist der Typ im Vorspiel. Der ist. Aua! Ich hätte ja mal umgesehen. Und übrigens, sinnloses Aufschlagen tut auch nichts. Immer noch. So, zumindest nicht gegen schwere Rüstung, da kann man. Verdammt. Das Blaue ist mal mit meinem eigenen Glück drin. Und Leute mit langen Stangenwaffen können. Es ist ewig nicht. Also, irgendwie, glaube ich, leckt das hier gerade, weil. So wie der hier nicht auf mich reagiert, ist das ja der Hammer. Ja, belebt ihn hier wieder, Kollege. Wiederbeleben bringt übrigens am meisten Punkte, habe ich herausgefunden. Also, ich belebe unglaublich gerne Leute wieder. Das ist irgendwie. Oh, ich glaube, da kommt gerade jemand angerannt, der mir ist. Weiß gerade gar nicht, warum die Finishing-Moves gerade so ein bisschen buggy sind, aber es ist mein. Hier, ich will den Typen da retten, schnell! Also Verbündete wieder zu beleben bringt einfach mehr Punkte als andere Leute zu finishen. Ich glaube, ich habe den Zuschlag gekriegt. Jawohl! So. Ich glaube, das Krass ist hier einfach nur zu hoch, dass man das hier nicht aus der... Was, Mithilfe? Egal. Also, wenn wir schon immer War of the Roses spielen, wird am Anfang ein bisschen deprimiert, dass die Gegner so gute Waffen haben. Einfach Leute wieder beleben, das funktioniert am besten. So, ich kann... Ach, guck mal, ich kann mein Pferd auch wieder rufen, wenn ich einmal runtergefallen bin. Es dauert halt bloß eine Zeit. Wenn wieder... Dann regeneriert sich jetzt der Balken da unten beim C, beim Pferdesymbol und dann... Zack, ist mein Pferd wieder da. Einzig vom... Ach, meine Lanze kommt auch wieder. Okay, ich würde gerade rummeckern, dass meine Lanze leider komplett weg ist. Aber scheinbar ist sie nicht so. Also, dann können wir ja mal hier... Oh! Ich wusste gar nicht, dass es geht, wenn man richtig trifft. Also, vom Pferd hauen ist...
durch die hohe Kunst. Leute umreiten ist irgendwie leichter. Aua! Ah, ich glaube, mich hat auch gerade runtergeguckt. Also mit der Lanze kann man durchaus Schaden machen, wenn man es wirklich richtig anstellt. Ich glaube, ich bin selber zu doof, um richtig rumlanzen. Ah, kann auf jeden Fall. Nein, ich will gar nicht wiederbelebt werden. Oh, jetzt bin ich wieder dabei. Vielleicht hat das Pferd umgehauen, das hätte man besteigen können. Naja, gut. Obwohl, er kann es wahrscheinlich nicht besteigen. Ich denke mal, man braucht dieses Reiter-Perk. Er sieht verdammt buggy aus, muss ich sagen. Also, das hatte ich gestern nicht, wo ich gespielt habe, dass... Oh. Jetzt bin ich was vorbeigeflogen? Das ist natürlich sehr interessant. Ja gut, da bin ich sofort wieder im Menü. Könnte ich ja noch... gibt mir noch einen Wappendesigner? Das ist ja nicht so scharf. Also mein Wappen ist auch eine coole Mischung oder sonst was. Gut, dann suchen wir uns mal einen neuen Server. Hat ja anscheinend gerade alles sein sollen, so wie es war. Nehmen wir mal nicht den ganzen voll. Hier gibt ja auch ein deutscher Server. Das meine ich wumpe, ob der deutsche oder nicht ist, aber naja. Gehen wir mal auf den deutschen Server, da gibt es dann noch einen besseren Ping drauf. Vielleicht eventuell. Also war drauf, wunderschön. Wir sehen also, das Spiel hat immer noch... die Twinter-Map, die mag ich. Wakefield 1460. So, ich würde gerne Lancaster spielen. Darf aber nein, ich wollte nicht, ich will nicht den Horse Knight nehmen. Ich möchte gerne den Armbrust Knight nehmen. Der ist mir persönlich lieber, weil ich renne lieber mit Armbrust rum als mit... Hold the fortification. Was hier? Achso, ist das eine Verteidigung oder was? Nee, ist Deathmatch. Achso, gestern habe ich die Map hier auf der anderen Seite gespielt. Man hat die... Klar, weil ich auch mal Lancaster gespielt habe. York hat hier diese Burg, diese hübsche. Da oben stehen immer die eigenen Bogenschützen irgendwo da oben rum. Und der Fall kommt... Der Feind kommt von draußen. Ich habe mir gestern viel Zeit daran verbracht, mit Pferd hier durch diese Gänge zu reiten und versucht, irgendwelche Bogenschützen von hinten niederzumeucheln. Das war ganz lustig. Ich weiß noch nicht rausgekommen, was da oben das Zeug dazu bedeuten hat, was da durchläuft. Aber ich bin mir sicher, das ist total wichtig. So, da unten ist auf jeden Fall die Anstellung geworden. Tötet die Lancasteraner, ja. Anscheinend läuft das Server nicht lange. Versuchen wir hier mal ein paar schöne Kills mit der Armbrust zu reißen. Aber, also größtenteils treffe ich immer meine eigenen Leute. Und das gute Armbrustschütze ist, glaube ich, unabdingbar, dass man die Armbrust so schnell nachgeladen kriegt. Da hinten. So, vielleicht muss ich da ein bisschen rüberhalten. Oh, hoffen. Ich habe panzerberechnende Bolzen dabei, weil sonst ist mir das immer zu doof, für welche Leute zu treffen. Verdammt. Ein bisschen schade jetzt. Haha. Also, ich bin lange nicht der Einzige, der nicht. Lol. Ich bin lange nicht der Einzige, der nicht vernünftig reiten kann. Ich glaube, der ist gerade nicht abgefahren. Oh, da ist kein Pfeil mehr der Gang. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht richtig schießen kann. Nein! Verdammt. Man sollte vor allen Dingen als Armbrustschütze, habe ich so gelernt. Ich habe einen eigenen geritten. Also. Oh, die hauen sich auch wieder gegen recht. Nicht gut. Habe ich nicht letztens noch die Landknecht-Skills gelevelt, damit ich besser im Nahkampf bin? Ich dachte, ich gerne. Oh, er findet. Aua! Sehr freundlich. Kill him! Ja gut, anscheinend bin ich tot. Ja, da bin ich wieder. So, man kann... Es gibt doch so eine Offizierskills, dann kann man ein bisschen weiter vorne nach Front... was? Kennst du vorne? Die Spam? Ja, kill him! Kill him! Das habe ich gestern nicht gehört. Ja, man hat irgendwelche Boni durch seine Mitspieler, die man da hat. Ich hab, also wenn man wirklich mal irgendjemand verraten kann, wie man hier zoomen kann, oder ob das nur mit... Oder ob das nur mit einem Bogen geht, der mögen mir das schon mal sagen. Kill him! Oh, verdammt, ich hab mich getroffen. Das ist immer sehr schlecht, wenn man... Kill him! Ja, gegen Schild sollte man vielleicht nicht unbedingt gegen schießen, das bringt keine Punkte. Ich meine, man kann die Schilder und so... Und auch Schwerter kann man... Man kann auch Schilde kaputt machen, aber... Ich weiß nicht, wie lange man da... Wie lange man da Armbrust draufhalten wird. Gegen Ritter mit schwerer Rüstung, aber... Ich blute, vielleicht komme ich noch irgendwie. Je nachdem, wie der Typ mich verfolgen will. Aua. Na gut, und da bin ich tot. Weil ich verblutet bin. Ja, ist eine blutende Wunde, ist sehr unschön. Aber er hat, glaube ich. Ja, das ist hier oben halt das. Patty. So, ich gebe dir mal schnell auf. Nein! Bevor mich jemand finisht, gebe ich lieber auf. Ich könnte ja mal eine Fertigkeit nehmen, weil. Das könnte ich ja auch mal zeigen. Also, ich kann damit echt sagen, ich stamm mit dieser großen Spannenwaffe. Bin ich exakt doof für. Ich hab dann mehr meine eigenen Leute als andere.
Was auch damit zusammenhängt, dass ich diese Steuerung, die ich so viel ich weiß, aus vergessen mal das Spiel, wo die Steuerung genauso ist. Man kann mit so einem Stab irgendwo blocken, ne? Irgendwie. Also man muss eine Blockrichtung hier, dann blockt man aus der Richtung. Das ist sehr taktisch, also 1v1 auf einem stillen Wurfturm kann durchaus sehr spannend sein. So, der Kollege ist auf jeden Fall schon mal lieber. Oh, das ist sein. Nee, das ist sein. Hey, das könnte der Typ sein, der nicht schon hat. Der ist ein komischer französischer Froschhelm. Ich weiß nicht, wie man damit zieht, weil. Man kann natürlich auch ranrennen. Was? Das ist sehr schlecht, weil. Aua! Ja, da macht mich der Armbrustschütze ohne Schild platt. Nicht gut. Also warum man diese vorbereitete Footnight-Klasse nehmen sollte, ist mir nicht ganz klar, weil die ist wirklich doof. Weil da hat man irgendwie gar nichts. Also da hat man nicht mal eine Hauptwaffe. Die Mod. Ich könnte ja auf Bogen schießen mal wieder. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Bin ich jetzt. Was kann ich gucken? Was machst du denn? Aua. Ach, da hat man. Doch, warte. Schwer. Also Leute komplett ohne mit leichter Rüstung sind echt leicht zu töten. Zumindest mit normalen Waffen. Aua, ich bin wieder tot. Ich mag es nicht zu sterben. Habe ich schon erwähnt, dass das hier alles unter meinem guten alten Format letztens rumläuft? Ich spiele einfach Wildspiele, die ich sowieso spiele den ganzen Tag. Nehme ich halt einfach mal ziemlich random irgendein Spiel auf, was ich da halt mache. Das ist halt mein. Ich könnte es auch Let's Casual nennen, na gut. War of the Rose ist alles andere als Casual, einfach weil man hier doch irgendwie. Das ist nicht viel mehr. Aber ich finde die Grafik gar nicht sehr schön. Dafür, dass es ein echt kleines Entwicklerstudio ist, sieht die Grafik extrem geil aus. Obwohl die natürlich auch hier mit Blumeneffekten rausholen. Da kann man sich dann nochmal. Da kann man dann sich auch Scharftexturen sparen. Guys, if you really just want to sit and snipe it alone. Verdammt. Also, naja. Den Tag hatte ich wohl, wo ich alleine. Nein! Warum bin ich denn, wenn ich schieße? Den Tag hatte ich, also gestern genau zu sein, da stand ich auf irgendeine komische Erhöhung drauf. Da habe ich, glaube ich, einen Killing Streak von 7 Leuten oder so gehabt. Das war mein größter überhaupt in diesem Spiel. Und ich bin ein mieser Armbrustschütze. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da unten ist auf jeden Fall die Schlacht. Da habe ich auch mal ein bisschen Angst, die Einheit zu treffen. Auch wenn das, soweit ich weiß, dafür keine Bestrafung gibt. Und es wird auch nirgendwo explizit im Spiel gesagt, dass, also. Die Leute, die ich treffe, wissen auch gar nicht, dass sie vom eigenen getroffen werden, weil das ist so ein verirrter Pfeil, das ist halt Krieg, ne? Ach, ich bin irgendwie. Oh. Ich glaube, der hat mitgekriegt, dass ich existiere. Das finde ich nicht gut. Wenn Gegner schon Bogenschützen wissen, dass ich da bin, ist das meistens sehr schlecht für mich, weil ich, ja, guck mal, den kann ich ja in den Kopf treffen. Ich schieße ihn ins Bein, haha! Aber das hat nicht mal richtig Schaden gemacht, weil sonst hätte er nämlich. Da hinten los. Aber. Was schießt denn jetzt auf mich hier? Ah, klar. Also er hat übrigens auch gerade irgendwie auf meinen Helm oder so geschossen. Weil sonst wäre ich jetzt schon lange tot. Weil es hätte gerade alles gewackelt, aber. Headshot! Mahaha! Ja, so Leute in den Kopf schießen ist tatsächlich ein Instant. Wer seid ihr denn da? Hört doch mal auf! Die Bockmauern hier. War das rein? Nee. Aber trotzdem, die kommen hier gerade die Bockmauern hoch. Headshot! Also, wenn die Feinde die Bockmauer ersteigen, ist das nie gut. Aber Leute in den Kopf schießen hat den großen Vorteil, dass man sie nicht mehr finishen muss. So. Hallo Kollege. Oh. Sag mal, kommen wir gar nicht rüber. Das ist natürlich jetzt extrem doof. Und ich renne da mal. Boah, mich anzuschießen. Ist ekelhaft. Aber wenn er da nicht rüberkommt, dann kommt. Also wenn ich da nicht so schnell rüberkomme, dann kommt er da so schnell auch nicht rüber. Das heißt, ich baue mich jetzt einmal ganz schnell wieder zusammen. Dann geht's ja weiter. Haha. Und ich könnte doch eigentlich meinen Armbrust nachladen. Die Armbrust ist ein bisschen wie eine Einschusspistole. Ein Schuss hat man, der extrem viel Schaden macht, und den sollte man gefälligst auch treffen danach. Was hat der jetzt aufgegeben? Ne, das ist anscheinend Skywaxer, das ist auf jeden Fall nicht mein guter Kumpel. Na gut, dann ist er nicht mehr da. Mir ist übrigens aufge. Oh, mir hat Löwe halt geschrieben. Na gut. Ja, da unten sieht es nicht so gut aus, was den Krieg angeht, aber das ist hier, glaube ich, töten. Und wir sehen, Lancaster liegt schon wieder vorne, also York zu spielen, also. Ich weiß nicht, es gibt keinen Unterschied darin. Welche Fraktion man spielt, aber Lancaster ist immer besser. Also 90% der Spiele werden von Lancaster. Nein! Haha, aber der Typ ist auch nicht so gut, der ist ziemlich langsam. Das ist nämlich der große Nachteil an schwerer Rüstung. Wir sehen, der Typ hier ist verdammt langsam. Killstreak! Oh, Killstreak. Mit ordentlichen, tot.